Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Stadt-Tati. Wir gehen heute Donuts essen. Eigentlich so gar nicht mein Ding. Aber deins auch nicht? Nicht wirklich. Aber Barisch hypt schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten. Monate, oder? Royal Donuts. Der macht aber morgen erst auf. Aber der ist so krass gehypt. Auf Instagram geht der gerade so ab. Die ganze Kette ist halt krass im Hype. Aber was ich mir dabei dann immer denke ist, okay, wir haben schon einen krassen Donutladen. Und nicht Dunkin Donuts, sondern den hier, den wir gleich abchecken werden. Und ist doch blöd, dass die gibt es halt schon ewig. Ich weiß noch, ich war in der Schule da hinten und dann sind wir mal hierher gegangen. Also schon seit über 10 Jahren gibt es die. Und morgen macht einer auf, der ist einfach gar nicht so weit weg und der wird so krass gehypt. Kennst du das? Schließt du so dazu? Ja, die Sache ist halt die, der hat halt einen perfekten Platz da vorne, weißt du, was ich meine? Ja. Und also ich denke aber trotzdem werden auch viele immer noch hier zu den Donuts und Candies gehen, weil man kennt es schon, wie du schon sagst, seit Ewigkeiten. Und wenn er immer noch gut geblieben ist, Qualität bleibt gleich, dann bleibt er auch, ja. Aber ich bin echt gespannt auf den anderen. Also auf diesen ganzen Hype bin ich echt gespannt. Ja, aber davor müssen wir erstmal mit dem hier vergleichen. Dann können wir sagen, ob die OGs besser sind als die Newcomer hier. Schreibt gerne unten in den Kommentaren, ob ihr Donuts feiert, ob ihr schon Royal Donuts kennt. Hast du schon mal Donuts probiert hier? Nur privat, aber nicht für den Channel. Ja, also für den Channel noch nicht, ne? Also ich würde 3 Stück nehmen. Ja, was ist das denn? Ich nehme einmal Apfel Klassiker. Also so ein hier, der mit. Genau. Dann würde ich nehmen bitte einmal diesen ausgeflippten da mit dem Brezen Karamell. Natürlich. Raffaello? Raffaello? Ja, Raffaello und Vanillecreme. Okay, gerne. So, das haben wir uns ausgesucht. 2 haben wir umsonst bekommen. Ja. Wobei wir auch hätten 50%. Wie viel kostet einer? Zwischen 2 Euro und 2,80. Ja, dann ist okay. Weil ich hätte uns 50% Rabatt besorgen können. Demnächst mehr dazu. Diese Influencer-App, wo man mit Rabatten und Guthaben bekommen kann, wenn man dies und das postet für so Lokale. Aber! Ja, freundlicher Kerl, schaut's gerne vorbei, können wir vom Service her zumindest empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Geschmack her, schauen wir mal jetzt. Womit fangen wir an? Ich würde sagen mit dem Standard, oder? Oh ja, Standard. Eigentlich ist Standard mein Liebling. Eigentlich schon. Weil also wenn, dann esse ich. Weil das am ist einfach nur Teig. Ja. Standard. Riecht nach Hefe heute auf jeden Fall. Schöne Konsistenz. Du musst ein bisschen zögern. Wie ein Donut halt, ne? Schön weich. Ja. Lecker. Ja? Das ist ein guter Start. Mhm. Apfelzimt natürlich. Oh mein Gott. Ich glaube, der wird krass. Ich glaube, der wird echt krass. Ihr wisst, wir lieben Apfelzimt. Ja, aber. Alter, schön gefüllt, Mann. Oben drüber noch eine Glasur. Mann, der riecht echt krass, Mann. Boah, der riecht schon geil. Mhm. Mhm. Den werde ich auch essen. Schön fruchtig. Geil. Der ist krass. Geil, echt. Mhm. So, hier haben wir was Ausgeflipptes hier genommen. Glaube ich zumindest. Erdnuss Honig. Erdnuss Honig, also die Erdnüsse sind mit so Honig ummantelt. Wahrscheinlich, ja. Oh, aber keine Füllung. Keine Füllung, ne? Jetzt schauen wir mal, ob der Geschmack dann von dem Erdnuss echt dann reicht. Ach so, das sind so gebrannte Erdnüsse. Mhm. Das schmeckt man auf jeden Fall. Glasur drauf, Schoko drauf. Man schmeckt die Erdnüsse auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht so, wo ich sage. Auch nicht überragend, ne? Wow, geil, ja. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das war Vanille. Vanille, genau, Vanille. Vanillecreme, oh, das klingt schon krass. Müsste gefüllt sein auf jeden Mit schönen Puderzucker. Ja, ja. Ja, hier oben. Oh, geil. Oh. Okay, der mit Puderzucker ist auch.
Jungs, schaut's rein hier. Geiler Scheiß, Alter. Aber gar nicht so süß, wie ich erwartet hatte. Mhm. Vanillecreme ist relativ nicht süß. Ja, cremig auf jeden Fall. Auch nicht schlecht. Aber nicht so meins. Ich mag keine gefüllten Donuts. So wirklich. Also das Apfelding war gut, weil das mehr so mit Apfelstücken sind. Aber so mit Cremes gefüllt oder mit Schokoladecreme oder sowas, mag ich eigentlich gar nicht so wirklich. Ja. Walnuss. Ah ja, Walnuss. Walnuss. Irgendwas. Das selbe Konzept wie der andere, wahrscheinlich nur mit einer Walnuss oben drauf. Ja, die sind jetzt nicht so. Aber der? Komisch. Irgendwie schmeckt der süßer und besser, aber eigentlich ist es dasselbe. Hier habe ich nur mehr Schokolade erwischt, keine Ahnung. Gut, lecker auf jeden Fall, aber auch jetzt kein Wow. Kein Top-Tier. Keiner kommt an Apfelzimt dran. Ja, der, glaube ich, wird schon krass, oder? Raffaello. Der wird schon krass. Ah, okay. Auch aber wieder gefüllt, oder was? Nee, nicht gefüllt. Ich hätte aber Creme erwartet. Ah, okay. Dann ist wahrscheinlich nur das obere dann so ein bisschen mit Kokos. Das Kokos, ja. Aber ich hätte bei dem Creme erwartet. Anstatt dieses hier, anstatt dem hier oben, ja, hätte ich das innen erwartet. Mhm. Aber riecht auf jeden Fall nach Kokos. Der ist eigentlich auch von der Konsistenz her. Gefällt mir sehr. Ich finde das Kokosaroma, also ist nicht so. Es braucht auch gar keine Creme, ganz ehrlich. Also nee, der war schon so echt nicht, lecker. Nee. Ja, schöne Glasur oben drauf, also der war sehr gut. War sehr, sehr gut. So, und jetzt freue ich mich auf den hier. Echt? Ich freue mich so gar nicht auf den. Ich freue mich schon auf den. Ich hasse diese Laugenbrezel-Dinger da. Und sonst ist es ja nur normaler Schokoding? Nein, mit Karamell, glaube ich. Ach so, okay. Ist halt die Frage, ob das auch noch, ob der noch gefüllt ist. Okay, der ist gefüllt. Ja, der ist gefüllt. Ja, nimm eine Brezel, oder? Nimm eine Brezel! Hier ist ein bisschen Creme. Auch nicht so viel. Schokolade oben drauf, die Brezel. Für mich ist ohne Brezel besser. Also bei mir genau das Gegenteil. Bei mir schmeckt er mit Brezel sogar besser. Weil ich mag das. Bisschen crunchy, bisschen diesen Brezel. Ja, ich weiß schon, die haben es so versucht. Aha. Mit Struktur und so. Ich habe nur die Brezel geschmeckt. Also ich persönlich finde den sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Der letzte. Haselnuss, glaube ich. Haselnuss Cream irgendwas. Schauen wir mal, ob der gefüllt ist. Nee. Auch nicht. Nur dann wieder derselbe Standard wie bei den anderen. Halt mit Haselnüssen oben drauf, Schokolade, Glasur. Glasur, ja. Zuckerglasur. Weißt du, was es bei diesen Roll Donuts aber gibt? Es gibt so diese Spritzen, wo du dann, das ist so ihr Gimmick, wo du dann deine Füllung selber reinspritzen kannst sozusagen. Okay. Darauf fahren die Leute irgendwie voll ab. Sozusagen ihren eigenen Donut füllen. Kaufst einen Donut und dann kannst du irgendeine Füllung dazu bestellen oder kaufen. Bin gespannt. Aber man schmeckt zumindest das, was da drauf ist. Ja? Schön Haselnüsse und so. Ja? Aber es ist halt auch Standard. Ist auf jeden Fall auch lecker. Also wer sowas mag. Also lecker war jeder. Auf jeden Fall. Mein Favorit, Apfelzimt. Absolut, oder? Der ja, war echt gut, Mann. Raffaello Nummer 2. Bei mir Apfelzimt Nummer 1 auch, ja. Geiles, also schön Apfel und schöne Süße. Auch nicht zu süß, war echt lecker, schön fruchtig. Nummer 2 ist bei mir echt der mit der Breze. Ich mag das total mit diesem salzigen und mit der Breze und diesem Brezengeschmack, das mag ich total, ja.
Das passt so. Aber wenig Karamellgeschmack, muss ich sagen. Also es heißt, glaube ich, Pilze Karamell. Aber wenig Karamellgeschmack, aber ist lecker. Und Nummer 3 ist Raffaello auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja. Und die anderen sind aber auch alle gut, relativ. Also relativ einfach. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel diese drei hier sieht, oder? Sind ja, eigentlich, die sind vom Konzept, die sind halt vom Konzept her alle gleich. Ja. Erdnuss ja. mit Honig und Walnuss und Haselnuss. Aber man schmeckt, was drauf ist. Und der Teig ist halt echt gut, Mann. Der ist schön fluffig, schön weich, dieser Hefeteig. Gute Donuts, wirklich sehr gute Donuts, oder? Muss man schon sagen. Bin ich sehr gespannt auf morgen. Genau, das war's von uns heute. Und dem altbewährten Donuts und Candies. Mal schauen, wie der neue gehypte Laden im Vergleich dazu wird. Aber und ich bin immer der Meinung, unterstütze die alten Oldschool-Läden, die jetzt nicht so krass im Social-Media-Game sind, die aber trotzdem krass sind, weil ich kenne so viele Läden, die sind überkrass, aber so viele Läden, die auch nur den Hype nutzen und dadurch so viele Kunden generieren, obwohl die anderen Läden so, so viel besser sind. Aber wie gesagt, wir vergleichen das noch, die zwei. Und schreibt gerne unten in die Kommentare, welchen Donut ihr so feiert, welche Geschmacksrichtung. Kennt ihr Roll Donuts? Ansonsten folgt uns auf Instagram und Twitch. Das war's von uns. Vergesst nicht, serious business.